viele Geschichten und Legenden und Mythen um die Beteiligung der Nazis in der Forschung des Okkulten und des Paranormalen während der Hitlerzeit. Die meisten werden als bloße Übertreibung des grausamen Vorgehens der Deutschen zur Zeit des Holocaust angesehen. Und es bestehen immer noch wenige Hinweise dazu, aber es gibt ein Belegstück, wofür Theoretiker einen echten Beweis für genau diese Aktivitäten halten und das bis zum heutigen Tag Anlass der Kontroverse bleibt. Dieser Film wurde in der Region Schwarzwald im späten Herbst 1943 gedreht und ist seitdem eine der meiststudierten visuellen Dokumente des 20. Jahrhunderts geworden. Eine Gruppe deutscher Infanterie, die damit beauftragt wurde, die südlichen Grenzen des Vaterlandes zu festigen, hat etwas Außergewöhnliches begegnet. Der verstümmelte Körper eines ungenannten Lebewesens. Das Filmmaterial zeigt mehrere Infanteristen, die neben dem Geschöpf, dem bewegungslos auf dem Boden liegt, posieren. Es sind keine Lebenszeichen, mehrfache Verletzungen, die vermutlich Kugelwunden sind auf dem Körper der Kreatur zu sehen. Keine offiziellen militärischen oder biologischen Akten existieren. Es kann sein, dass zunehmende Drohungen von der sowjetischen Armee und die ganz echte Möglichkeit eines alliierten Vorrückens vom Westen zu diesem Zeitpunkt der Grund für diesen Mangel an Beweis sei. Aufgrund kürzlichen Fortschritte in DNS-Testen hat die Regierung beschlossen, die sterblichen Überreste des Remus-Skelettes, die immer noch im Berliner Museum für Naturkunde ausgestellt sind, neu zu veranlagen. Auf dem Schaukasten steht der Untertitel Remus Monster, Deutschland, aus den manipulierten Knochen eines Wolfes.